Und damit recht herzlich willkommen zurück zum Train Simulator 2018 hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zengis. Ja, wir haben gerade schon gesehen, wir haben versagt. Das ist ja ein toller Start. Achten Sie auf den Fahrplan. Gescheitert. Ich weiß nicht, ob die das jetzt ernst meinen, dass wirklich das Szenario komplett gescheitert ist. Wir fahren auf jeden Fall jetzt weiter. Wir sind nämlich unterwegs von Ziegelbrücken, so hieß es, oder Ziegelbrücke, bis nach Pfäffikon, wie auch da oben auf der Zugzielanzeige steht. Und unterwegs sind wir mit dem RABE 511 von Trainworks. Ja, wir hatten in der letzten Folge tatsächlich schon ein bisschen Action drin, ne? Also Zwangsbremsung mit Problemen. Allerdings Problemen, die auch ein bisschen mangelnder Routine oder auf mangelnde Routine zurückzuführen sind. Und zwar schlicht und einfach, wie geht man vor, wenn man eine Zwangsbremsung hat? Genau, also es war einfach so, dass dass noch Leistung aufgeschaltet war. Und erstmal muss man natürlich da den Kombihebel auf 0 setzen. Vorher kann man gar nichts machen, dann muss man den Hauptschalter wieder reinsetzen. Und dann kann man erst, nachdem man die Bremse einmal kurz betätigt hat und wieder gelöst hat, kann man dann auch weiterfahren. Aber das in der Aufregung natürlich läuft dann das ein oder andere schief und dann steht man ein bisschen länger. Deswegen scheinen wir jetzt tatsächlich den Fahrplan missachtet zu haben. Und deswegen ist das Szenario tatsächlich gescheitert. Also finde ich schon ziemlich krass und ziemlich hart. Ich gebe jetzt auch alles, dass ich den Fahrplan hier einigermaßen wieder in den Griff bekomme. Natürlich nicht zu viel, weil verbremsen will ich mich tatsächlich diese Fahrt mal nicht. Jetzt mag der eine oder andere kommen, so, ja Moment, du hast doch jetzt nicht an der Harttafel gehalten oder so. Nee, gab keine Harttafel. Und wenn es keine Harttafel gibt, dann halte ich da, wo der Aufstieg ist. Also sprich, wo die ganzen Fahrgäste dann rauskommen. Das ist einfach nett denen gegenüber, die dann noch da hochgesprintet kommen, wie so ein Blöder, und denken, oh Mist, das ist ja mein Zug. Und wenn man dann ganz hinten am Ende steht, ist dann doof. Okay, hab mich erwischt, letztlich ist es nur eine Ausrede. Aber nee, tatsächlich finde ich das eigentlich ziemlich logisch, dass man jetzt hier zum Beispiel rechts sieht, da ist die Treppe oder soll die Treppe sein. Und meine Güte, was sollen die so lange laufen? Bleibe ich halt hier stehen, ne? Stört ja eigentlich keinen, oder? Naja. Okay, der Kerl da hinten, der hat natürlich jetzt schlechte Karten. Vor allem der da ganz hinten. Na, vielleicht sollte ich bei solchen Situationen doch ganz durchfahren. Ja. Wie auch immer. Das ist eine schöne Ausrede eigentlich, ne? Ja, ich halte halt da, wo es am günstigsten ist. Für die Passagiere. Für den Ein- und Ausstieg. Klingt seriös. So, abfahren. Fett. Nicht kursiv. Aber ich finde, das unterstreicht nochmal den Zeitdruck, den es hier in der Schweiz gibt, weil die Schweizer sind wohl ziemlich pünktlich unterwegs, ne? Generell haben die wohl ein bisschen anderes System in der Schweiz. Aber man hört ja manchmal dann, oh, wie toll das in der Schweiz läuft und so. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, die haben ein kleineres Netz. Nicht so ein krass großes. Und ich weiß nicht, wie es bei denen mit Durchgangverkehr ist. Also natürlich haben die von Deutschland oder Norden nach Süden da was. Aber ist, glaube ich, auch überschaubar. Hier in Deutschland wird ja von links und rechts und von oben und unten wird überall was durchgeschleust durch das Netz. Und da kann es schon mal eng werden, glaube ich. In der Schweiz ist das, glaube ich, alles ein wenig entspannter. Da gibt es so ein paar Strecken, wo wirklich viel los ist. Aber sonst... Naja. Aber es ist ja sowieso eine hohe Kunst, so einen guten Fahrplan auf die Beine zu stellen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Ja, ansonsten echt entspannte Fahrt hier gerade.
Hier, da habe ich letzte Folge gar nicht so wirklich drauf eingegangen. Also es ist jetzt blöderweise, was heißt blöderweise, es ist einfach nur ein Fahrplan, ein iPad, wo man halt hier manuell dann weiterschaltet. Und eigentlich wäre es ganz cool, wenn man das wirklich einstellen könnte hier im Train Simulator, dass der das dann automatisch verfolgt. Ich weiß nicht, ob sich das realisieren lässt, beziehungsweise wie, aber ich finde es ziemlich gut. Oder ich fände es ziemlich gut. Aber das finde ich schon mal ein Anfang, weil hier sieht man schon mal ein bisschen was. Aber wenn das jetzt auch noch automatisch hier dem Ganzen folgen würde. Zup. Irgendwas will die Zup von mir. Ich weiß nur leider nicht was. So, jetzt haben wir auf jeden Fall, ne? Nicht lachen. Wir haben halt ein Lachen. Ha, ha, ha. Okay, der ist echt schlecht. Lachen. Wird der Schweizer wahrscheinlich sagen, ne? Ich mag ja Schweizerdeutsch, ne? Das ist... So. Bringen wir den Zug mal hier unterm Dach zum Stillstand. Schön. So. Haben wir uns eigentlich hier schon komplett umgeguckt. Hier haben wir so eine komische Klappbank. Und hier haben wir, was ich ganz interessant finde, scheinbar so eine Atemschutzmaske. Das sieht irgendwie ein bisschen mittelalterlich aus. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass ja die Schweizer dann doch recht viele Tunnel haben. Vorgesehene Abfahrtzeit hier um 6.23 Uhr. Ja, hä, bin ich doch voll im Plan. Liebe Freunde, ich habe schon eine Meldung bekommen, dass die Fahrt gescheitert ist. Und jetzt kriege ich hier gesagt, super, du bist pünktlich. Naja, auf jeden Fall, das ist, glaube ich, für so Tunnel, eben wenn da Rauchentwicklung ist, dass eben der Lokführer dann trotzdem noch handeln kann. Das sieht echt so aus. Und was haben wir hier? Genau. Bremshundertstel, Bremsgewicht. All solche Angaben. Schön hier mit dem Bauzaun. Die Strecke ist ja schon älter, ne? Also das ist jetzt nichts Neues. Kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere, aber für mich ist es tatsächlich was Neues. Was Neues, Altes. Ich finde es ganz schön. Dauerbremszettel SBB Dosto. Naja, braucht man ja nicht immer einen neuen machen, weil die Zugzusammenstellung, die bleibt ja dann in der Regel immer so. Dieser Sechswagenzug. Beziehungsweise Triebzug. So, jetzt gleich haben wir Halt in Altendorf. Und ich muss sagen, also ich fahre jetzt gerade auch relativ. Fahre ich vorsichtiger als sonst? Ich weiß es nicht. Aber mit den Bremsen komme ich irgendwie klar. Ich habe das Bremsen jetzt nicht irgendwie groß geübt. Aber irgendwie klappt das ganz gut. Also ich bremse jetzt auch immer mit dem Kombihebel und der normalen Druckluftbremse. Aber der bremst echt ziemlich zackig so. Aber auch nicht zu zackig. Ich finde es immer schwer zu beurteilen, weil... Naja... Ich bin zwar einmal im Leben eine echte Lok gefahren, aber die ist jetzt nicht stellvertretend für alles Mögliche hier, was ich hier fahre. Deswegen kann ich das nicht so wirklich gut beurteilen. Aber es fühlt sich authentisch an und das ist ja immer das, was ich sage, so meine Güte, es
realistisch ist die eine Sache, aber ich bin nun mal kein Lokführer. Ich fahre nicht täglich mit solchen Dingern. Ich kann das in dem Sinne gar nicht beurteilen. Deswegen ist für mich wichtig, ob sich das für mich einfach authentisch anfühlt. Und hier kann ich sagen, ja, passt. So. Schauen wir uns mal ein bisschen weiter hier um. Okay, hier oben noch so Lüftungszeugs. Hier ist irgendwie kein richtiger Fensterrahmen erkennbar. Das finde ich ein bisschen schade. Abfahren. So, hier können wir übrigens auch alle Rollos rauf und runter machen und das Fenster hier öffnen. Dann muss ich gleich mal ausprobieren, ob man das Fenster auch öffnen kann, wenn das Rollo unten ist. So. Das können wir mal ganz kurz machen hier. Fahren wir das Rollo runter und jetzt gucken wir. Aha. Meine Güte. Da haben sie mitgedacht. Jawohl. Okay, das finde ich gut gemacht. Weil man kann nicht das Fenster öffnen, wenn dieses Rollo runter ist, weil sonst ist doof halt, ne? Wird ja kollidieren. Wird in der Realität wahrscheinlich auch nur mit Gewalt gehen oder so. Und dann sieht das halt nicht mehr so schön aus für den Vorhang bzw. das Rollo. Naja, aber finde ich eine nette Sache. So. Ansonsten habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, es gibt so ein paar Sachen, die der Entwickler weiß, aber die eben noch gefixt werden müssen. Da gehören Soundprobleme dazu. Ich glaube auch was mit den Sichten, dass da was schief läuft. Aber ja. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt noch nichts Dramatisches da gesehen. Ich bin soweit echt zufrieden mit der Fahrt. Wie gesagt, ihr könnt gerne mal in den Kommentar schreiben, was ihr so von dem Ganzen haltet. Und ja, vielleicht auch, ob ich einfach generell mal ein bisschen mehr Schweiz fahren soll oder sowas. Oder wie viele Schweizer gibt es eigentlich so unter den Zuschauern, die jetzt sagen so, yo, super, endlich mal ein Schweizer Add-on. Weil ich weiß gar nicht, wie groß die Schweizer Train Simulator Community ist. Aber es gibt schon scheinbar die Nachfrage, weil es gibt ja doch einige Entwickler, die hier Content liefern. Und da hinten sehen wir übrigens auch schon unsere Endhaltestelle. Und zwar Pfäffikon. Übrigens ein sehr schöner Stadtname. So ist jetzt auch nicht groß heller geworden in der halben Stunde, ne? Als eine sehr düstere Fahrt, muss ich sagen. So, ja, und hier endet dann auch unsere Fahrt schon. Türen auf. Und ich würde sagen, das war's dann für diese Fahrt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Schweiz auch generell haltet. Also Schweiz im Train Simulator. Und vom Fahrzeug. Und generell, schreibt vielleicht was Nettes in die Kommentare. Vielleicht was nicht so Nettes. Alles willkommen. Wenn ihr wollt, lasst auch ein Like da, ne? Wenn ihr nicht wollt, lasst es. Ist alles euch überlassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen hoffentlich sehr sonnigen Tag. Und sage tschüss. Bis dann. Euer Zengis.